Das ist Maurice Etoile und der macht hier in Saarbrücken an der Uni das Mensa-Battle. Und er wird uns jetzt mal erklären, was das überhaupt ist und was er damit erreichen will. Genau. Also Mensa-Battle ist ein hoffentlich bald weltweiter Wettkampf um Essenskunst in Mensen. Wir wollen so möglichst viele Studenten erreichen und teilnehmen lassen. Mhm. Also jeder kann eigentlich mitmachen, der in die Mensa geht, sein Essen vor sich hat und daraus was bastelt. Und mittlerweile gibt es ja auch schon einiges zu gewinnen. Alles klar, das Ganze findet ihr natürlich auch auf Facebook unter Mensa Battle oder einfach mensabattle.de. Ganz genau, und wenn ihr was kreiert, könnt ihr das einfach hochladen und die Community entscheidet, ob es euch gefällt. Hast du denn eigentlich überhaupt noch Lust, das Ganze zu essen, wenn das nach einer halben Stunde schon kalt ist? Selbstverständlich. Also zum Beispiel ein kaltes Schnitzel oder so ist ja kein... Also es gibt ja auch Schnitzelbrötchen, das ist ja kein Problem. Außerdem ist das Essen ja so gut, das kann man durchaus danach noch essen. Also stell mir das nicht schwierig vor, wenn du total viel Hunger hast und gehst dann in die Mensa und musst erstmal eine halbe Stunde an deinem Essen rumbasteln? Ja, das ist ja ein richtiger Sport, ne? Also es ist schon, wie soll ich sagen, reine Körperkontrolle. Gut, und was gibt es da überhaupt zu gewinnen? Also neben Ruhm und Ehre haben wir es mittlerweile, weil wir haben eine Kooperation mit dem Studentenwerk, küren wir jeden Monat den König der Mensa. Okay, schön. Das ist übrigens Jan Brinkmann diesen Monat. Ja. Und der König der Mensa bekommt eine Krone, ein T-Shirt, 50 Euro Essguthaben und jetzt kommt das Beste, mit dieser Krone und dem T-Shirt kannst du an der Schlange vorbeigehen. Das ist der Wahnsinn. Ohne anstellen. Ein König stellt sich nicht mehr an. Na, ist das mal ein Ansporn? Ach so, eins noch. Falls es Menschen unter euch gibt, die selten in die Mensa gehen und sagen, hey, wir würden uns auch total gerne essenskünstlerisch betätigen. Wir haben jeden Monat Challenges, wo es Freibier, Grillzeug und was auch immer zu gewinnen gibt. Im Mai zum Beispiel die Mai-Challenge, logischerweise bastelt irgendwas aus Grillgut und oder Bierkästen oder irgendwas, was mit Bier zu tun hat. Und cool. Bumm, 10 Kästen Bruchbier gibt es für den ersten Preis. Spitze. Das ist doch super. Ihr müsst einfach mitmachen. Los geht's. Hallo, ich bin Maurice Etoile von Mensa Battle. Ich bin die Luisa. Hallo, ich bin Jan, ich bin der amtierende König aus dem Monat Mai, April. Und heute im Live Battle versuche ich meinen Titel zu verteidigen. Viel Glück mit den anderen. Ich bin Lena, Johanna und Camille. Und wir gewinnen auch ohne Kampfansatz. Ja!
auf einem Baum mit einem Mond. Hast du die Frühlingsgefühle im Dschungel? Ja, bei mir ist nicht mehr so viel übrig geblieben, weil ich hatte eine kleine Hungerattacke. Okay, das ist ein Anti-Atomkraft-Zeichen. Das hier ist ein explodiertes Atomkraftwerk mit schädlichen Folgen für die Umwelt und für die Bevölkerung. Thank you.